Der Jakobsweg zählt zu den berühmtesten Pilgerwegen der Welt. 2023 gingen ihn fast 450.000 Menschen. Das sind 6-mal mehr als noch vor 20 Jahren. Auch Lydia Neunhäuserer ist ihn schon gegangen. Die 50-Jährige ist Pilgerbegleiterin. Das sind so einfache Dinge, die dann wieder wichtig werden und die das Ganze auch so besonders machen, weil man das zu Hause sehr als selbstverständlich hinnimmt oder nimmt. Und während dem Pilgern ist das ist alles was Besonderes, wenn es eine warme Dusche gibt. Aber es muss nicht Santiago sein. Pilgern geht auch kürzer. Gemeinsam mit Sabine Kronberger stellt die Autorin in einem Buch rund 20 Kilometer Touren in Österreich vor. Es ist möglich, auch auf einem kurzen Weg mit Meditationsgedanken zu gehen, sich einen Prozess zu überlegen, sich gedanklich etwas mitzunehmen und wo abzulegen. Oder zum Beispiel sich zu überlegen, ich gehe jetzt und mit jedem Kilometer oder mit jeder Strecke kommt Freude in mich zurück. Man kommt am Ende ganz, ganz glücklich an. Es geht so um diese innere Einstellung, um diese innere Haltung. Achtsam unterwegs sein, mit hörendem Herzen unterwegs zu sein und auch ein bisschen mit offenem Herzen zu schauen, was begegnet mir am Weg, was tut sich innerlich, wenn ich jetzt unterwegs bin. Gibt es einmal Wut, gibt es was kommen für Gefühle? Die beiden Autorinnen haben sich auf einer Pilgerreise kennengelernt. Für Sabine Kronberger war es die erste. Von La Verna nach Assisi. Mein Vater ist gestorben, da war ich 23 und da habe ich für mich in diesem Jahr gelernt, nichts aufschirmen, sondern immer alles gleich tun. Ich warte sicher nicht bis auf die Pension, die Dinge zu erleben, die ich erleben möchte. Und Pilgern war eines dieser Dinge und viele meiner Freundinnen haben gemeint, du sportelst nicht, du machst überhaupt nichts und jetzt willst du wie viele weit über 100 Kilometer gehen? Du bist des Wahnsinns. Aber am Ende, es hat eigentlich keine Vorbereitung gebraucht, außer ein offenes Herz, offene Augen, offene Ohren und der Bereitschaft aufzunehmen, was kommt. Und das geht eben auch bereits bei Kurzdistanzen. Die beiden Frauen liefern Ideen dafür.